wette mit dir, dass du in Zukunft arbeitslos bist. Hey Internet, Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du da bist. Und das ist eine ziemlich provokante These, oder? Dass du in Zukunft arbeitslos sein wirst. Lass mir dir dazu mal eine kleine Story erzählen. Wenn du mal ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte zurückdenkst, dann gab es eine ganze Menge Leute, die am Kopfrechnen waren. Bis dann eines Tages eine wunderbare Erfindung daherkam, nämlich der Taschenrechner. Während es vorher also noch absolut akzeptiert war, dass die Leute, deren Hauptaufgabe es ist, Kopf zu rechnen, in 10, 20, 30 Jahren auch noch Kopf rechnen werden, gab es für diese Leute keinen Grund, sich irgendwie anderweitig umzuschauen, was kann ich denn noch lernen, wie kann ich mich noch persönlich weiterentwickeln, weil sie die nötigen Fähigkeiten haben und wissen, naja, in 20 Jahren, dann gibt es den Job ja eh noch, dann kann ich das ja eh noch in meiner Karriere machen, also warum soll ich dann etwas Neues lernen? Das Problem dabei ist jedoch, dass heutzutage immer mehr Taschenrechner auf den Markt kommen. Und das kann zum Beispiel in Form von neuer Technik sein. Technik, die bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Jobs veralten lässt. Es kann dadurch passieren, dass bestimmte Aufgaben ganz einfach in andere Länder outgesourced werden und in unserem Land einfach keiner mehr macht. Es kann sogar sein, dass durch eine Veränderung eine komplette Industrie im Boden verschwindet. Denk an die Musikindustrie. Vor 20 Jahren war es normal, dass Musikbusiness und CD-Verkaufen riesig am Boom war. Wo findest du heutzutage noch ein Musikgeschäft, wo wirklich nur CDs verkauft werden? Das heißt, wenn du dir jetzt sagst, ja, ich mache die Ausbildung oder ich mache das Studium und dann bin ich für mein Leben lang zufrieden und habe ausgesorgt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du in Zukunft arbeitslos sein wirst. Denn wir können eben nicht vorhersagen, wie unsere Wirtschaft morgen aussieht, wie die Arbeitswelt morgen aussieht, was für neue Erfindungen es geben wird. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Und dementsprechend können wir auch nicht wissen, ob das, was wir heute gelernt haben, morgen überhaupt noch relevant ist. Doch, wir können dem Ganzen vorsorgen. Und zwar, indem du dich ständig weiterentwickelst. Lern neue Fähigkeiten, lies andere Bücher, besuch Seminare, lern von Lehrern, von Coaches, von Unternehmern, von Speakern, von Sportlern, von Künstlern aus allen möglichen Bereichen, vielleicht sogar aus Bereichen, die du sonst gar nicht anschauen würdest, denn du weißt nicht, wo du all das irgendwann mal brauchst. Denn wenn du so viele Sachen gelernt hast, wirst du immer irgendwas davon anwenden können und selbst wenn nichts von dem, was du bisher gelernt hast, anwendbar sein wird in der Zukunft, du kennst den Prozess, wie du dir eine neue Fähigkeit aneignest und dann brauchst du nur Copy und Pasten, wenn du eine Fähigkeit gelernt hast, nimmst du auf den gleichen Prozess und wendest sie auf eine andere Fähigkeit an. Und je öfter du diesen Prozess durchgehst, desto simpler und einfacher wird es für dich, neue Dinge zu lernen. Das heißt, wenn du in 10, 15 Jahren auf den Arbeitsmarkt schaust und dir deine eigenen Fähigkeiten anschaust, dir anschaust, was du in den letzten Jahren gelernt hast, dann solltest du den Leuten, die aufgehört haben, an sich zu arbeiten, die aufgehört haben, Bücher zu lesen, die nach der Schule sich gesagt haben, ah, ich bin fertig mit meiner Bildung, dann solltest du denen um Lichtjahre voraus sein. Und genau das, diese ständige persönliche Weiterentwicklung, dieses ständige Lernen, das niemals aufhörende Training, das wird dafür sorgen, dass du in Zukunft unentbehrlich bist. Okay, danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, dass du dich jetzt unentbehrlich machst, dass du neue Dinge lernst, neue Fähigkeiten lernst. Und es würde mich interessieren, was ist denn der erste Schritt, den du heute oder diese Woche unternehmen wirst, um entweder etwas Neues zu lernen, eine neue Fähigkeit zu lernen, kurz dich unentbehrlich zu machen? Schreib mir das mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dir ein bisschen dabei helfe, dich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu lernen, neues Wissen anzueignen, dann trage dich doch in mein kostenloses Online-Coaching ein. Du findest hier oben in der YouTube-Karten-Link oder unten in der Beschreibung. Da werde ich dir in regelmäßigen Abständen solche Videos wie diese hier schicken, die ich mal nirgendwo anders veröffentliche und werde dir da ganz klare Tipps geben und dich wirklich an die Hand nehmen und durch den Prozess durchführen, wie du dein Selbstbewusstsein auf die Reihe bekommst, wie du dein Ziel erreichst, wie du mit deinen Mitmenschen besser umgehst, wie du also einen größeren Freundeskreis bekommst, dass du Social Skills hast, wie geht deine Karriere an, was du für deine Karriere alles brauchst, deine Finanzen, deine körperliche Gesundheit und. Und hey, wäre mir echt eine Freude, dir dabei helfen zu können und vielleicht sehen wir uns in dem kostenlosen Online-Coaching oder im nächsten Video. Mach's gut, ciao.